So, hallihallo, willkommen zurück zu Part Nummer 4 im Multiplayer-Projekt mit dem Chris. Moin. Und dem Doktortitelträger Dr. No. Moin. Ja, wir waren jetzt gerade hier mal ein bisschen im Forst unterwegs. Das wollte ich euch nicht antun. Wir müssen jetzt hier nur noch irgendwie das Geraffel abgeladen kriegen und dann gibt's auch neue Kohlen in die Kasse. Das klappt ja ganz gut, das Abladen, nur das Aufladen, das ist halt... Ja, das dauert halt alles so seine Zeit, na, ihr wisst schon. Ausbaufähig nenne ich das. Ja, aber ganz ehrlich, also wie du schon sagtest vorhin, also favorisieren werden wir das hier nicht im Forst. Aber wir haben gedacht, mal ein bisschen Kohlen ranscheffeln, die Bäume standen sowieso im Weg. Nein, natürlich nicht, die sind da hinten aus dem Wald. Und ja, haben wir uns überlegt, machen wir hier mal ein paar Bäume platt. Und dann geht's aber auch gleich mit der normalen Landwirtschaft weiter. Nicht hier mit irgendeiner Forstwirtschaft oder sowas. Ist zwar ganz cool so, macht ja auch Spaß, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist halt auch mal was anderes, aber gehört halt irgendwie auch nicht so richtig hier rein. Nein. Aber um das Konto mal eben ein bisschen aufzubessern. Eben. Jetzt müssen wir das hier nur irgendwie abgeladen kriegen. So, jetzt hier die zumachen, rüber, aufmachen, kling klong und jetzt noch die letzten zwei. Das geht sofort los, ich habe natürlich vergessen, meinen Timer zu starten. So, und jetzt die letzten zwei hier noch irgendwie darüber kriegen. Irgendwie. Oh, ich hab sie beide. Ich hab sie noch beide. Und nur noch auf. Ah, Kling-Klong. Das war der Abschieds-Kling-Klong. Wunderbar. So, wir haben jetzt 33.000. Der Chris läuft erstmal hier ins Zugwärterbüro und schickt erstmal den Zug los. Sehr schön. Dann gibt's da auch nochmal 2-3 Euro für. Und ja, der Stepa ist ja nur geliehen. Den können wir dann direkt zum Händler zurückbringen. Ich bleibe einfach mal oben drauf sitzen. Wir haben mal die Rundumleuchten an. Kann also nichts passieren. Und der Warnblinker ist auch noch an. Sehr schön. Jetzt ist er wieder aus. Genau, dann können wir den wieder abgeben. Dann haben wir schon angefangen zu sehen, richtig? Ja. Richtig. Brauchen nur noch Feld 25 einsehen. Ja, dann würde ich sagen, würde ich das gleich machen. Wenn sich da keiner drum prügeln will. Okay. Wir haben auf Feld 20 Körnermais angesiebt, damit wir Silage machen können. 20 Mais, okay. Ja. Dann hier 23 ist Gerste. Dann würde ich sagen, machen wir ja auch Gerste, damit sich das lohnt, oder zur Abwechslung Weizen dann? Kannst du auch Weizen machen. Ja, dann machen wir Weizen. Oder Raps, weil das ist ein großes Feld. Oder Raps. Was gibt's denn für Raps? Der stottert ein bisschen, der Deutz, ne? Na, ja, der hat irgendwie die Zündaussetzer. Ja, so hört sich das wirklich an. Der hat tatsächlich irgendwelche... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den lassen wir am besten gleich hier stehen. Der lebt noch. Für den neuen haben wir kein Geld. Nee, das ist wohl wahr. So, lass mich mal kurz absteigen. Okay. So, dann fahren wir die Gurke da rein. Tschüss. Ich tremp dann mal zum Hof zurück. Vielleicht kommt ja hier einer. Hallo. Ah, okay. Ich laufe. I'm walking. Ebony, I'm talking. Kann ich noch ein bisschen schneller laufen? Du hast den Kran nicht eingefahren, ne? Nö. Das wäre ja zu einfach. Hab ich wohl gemerkt. Der Händler hat übrigens eine Delle im Dach. Oh.
Ja, das kann ja mal passieren, oder? So, hier liegt ein Leitpfosten umgesägt. Ich weiß, wer es war, ich weiß, wer es war. Okay. Ich nicht. Nein. Leute mit Titel. Ah. Beweise, Fotos. Ich habe ein Video gemacht. So, am Hof angekommen. Schnappen wir uns mal den nächstbesten. Ja, nächstbesten. Sollen wir uns schon mal Kühe kaufen? Wir müssen erstmal 5000 Euro Schulden zurückzahlen, die wir vorhin aufgenommen haben. Erstmal das und wir brauchen ja vorher dann auch noch den Futtermischer. Ich würde sagen, dass der erstmal läuft. Ja, dass wir Futter haben, ne? Dass wir schon mal Futter haben, genau. Haben wir doch, Gras und so. Gras haben wir ja. Wir haben Gras geerntet übrigens. Dass schon mal ein bisschen Milch kommt. Ja, ja, okay. Wunderbar. Das lohnt sich eigentlich auch noch nicht. Das kostet gut 2,5, ne? Ja, richtig. Ich suche nur gerade die Sämaschine. Weiß jemand zufällig aus dem Stegreif, wo die ist? Die ist in der Halle. Wenn du auf dem Hof drauf. Oh, die ist so dreckig, die habe ich fast nicht gesehen. Dann fahren wir die nochmal eben schnell waschen. Auch wenn sie gleich wieder dreckig wird. Aber der Umwelt wegen, ne? So. Ja, jetzt sehen wir gleich nochmal mein Meisterwerk. Oh, hier hat einer mein Meisterwerk noch fortgeführt. Ja, sehr schön, die Ballen. Und das kriegen wir übrigens mit der Class, ne? Mit der Class? Ja. Mit welcher Class? Der Quadrant. Genau. Ach so. Ah, wunderbar. Ja. Auf der letzten, die wir gespielt haben, nicht. Ah, okay. So, nächster bitte. Hier ist aber auch ein Alarm auf dem Hof. Ich hau mal lieber wieder ab hier. Welches Feld war das? 25. 25. Und wir hatten gesagt, Weizen. Grabs kannst du machen. Haben wir doch schon. Nee, das war Gerste, oder nicht? Hä? So, ich guck. Ich gucke. Raps haben wir noch nicht. Ach so, Raps hatten wir auch gesagt, genau. Ja, Körnermais haben wir auf 20. Auf 23 haben wir Gerste, dann mache ich auf 25 dann Raps. Ja. Okay. Wie mir befohlen. So. Chef. Schalten wir mal die Rundumleuchten ein. Petze, Petze. Ja, genau, das können wir machen. Ich merke schon. Gut, dass ich vom Hof weg bin. Ach, bist schon weg. Schade. Was ist geschehen? Wir streiten uns gerade. Die Kettensäge. Ach so. Ja, nicht absägen. Oh je. Solange es keine Körperteile sind von euch. Ich habe hier keinen Bock auf sämtliche Wochen Arbeitsausfall. Kriegen wir ja eh nicht bezahlt. Nö, von mir schon mal sowieso nicht. Vielleicht findet sich ja hier jemand. Der möge es bitte in die Kommentare schreiben. So, würde ich sagen. Bin ich mit Chris gerade über den Schuh gefahren, kann das sein? Ja. Hat der jetzt schon hier kein Beifahrerskript? Das weiß er nicht. Wenn du nicht einsteigen kannst. Nee, kann er nicht. So, dann GPS-Kurs. Der hat 4 Meter, ne? Ja. Dann mache ich mal 3,9. Genau. Und so können wir starten.
Mal absenken. Nochmal anmachen. Ach so, erst ausklappen. Anmachen und auf geht's. Okay, wunderbar. Jo. Zwei Felder haben wir jetzt angesät. Jetzt machen wir das dritte und dann sollte es auch laufen mit den Kohlen. Was kostet eigentlich die Futtermischstation? Könnt ihr da mal nachgucken? Guck schon. 85.000. Wie viel? 85.000. Ja. Hätte ich mal lieber nicht gefragt. Und ein Futtermischwagen, der kleine, kostet 39. Aha, ja gut, aber das wäre verschwendetes Geld, würde ich sagen. Für den Übergang aber zur Miete. Ja, okay, das würde gehen. Richtig, richtig. Ich glaube, ich muss euch hier mal... Ach nee, ich habe schon leiser gemacht. So. Na, das kriegen wir doch locker hin hier. Na, logisch. Wenn nicht wir, wer dann? Eben. Ja, machen wir hier schön Raps rauf. Das bringt ja auch Geld. Was sind denn die aktuellen Verkaufspreise für Raps eigentlich? Sitzt auch noch was, glaube ich. 500? 45. Oh. Naja, kommt ja auch nicht so viel bei rum. Aber 584, Restaurant. Ja. Das Restaurant. Was richtig bringt, ist gewaschene Kartoffeln mit 740. Und Silage mit Proberichtung 800. Gewaschene Kartoffeln, dann können wir ja mal... Kartoffeln, ja. Sehen. Genau. Ja. Dann bei der nächsten... Aussaat, würde ich sagen. Das denke ich auch. Oh, ich sollte die Sämaschine noch anmachen. Ausklappen? Die ist da ausgeklappt. Jetzt. Ja. Ja, habt ihr keine Arbeit oder was? Ihr steht da rum und kloppt euch da gegenseitig mit der Kettensäge oder was? Haben wir noch ein paar Wiesen, die ihr mähen könntet? Nein. Was hätten wir denn noch zu tun? Wir haben schon alles erledigt, Chef. Nix gut, diese. Wir haben fertig. Ich hab da hinten hinterher. Ja, ich kann nichts machen. Ich arbeite ja. Endlich mal. Wo müssen wir denn dann unser Licht einbringen? Ja, das könnt ihr ja mal gucken. Hier ist die Milch. Ich möchte mal wissen, warum sich die immer zuklappt, wenn ich sie anhebe, die Sämaschine. Ich muss die dann immer wieder neu ausklappen mit X. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt ab... Wird die abgeholt, die Milch? Gute Frage. Aber bis dahin, das dauert ja sowieso noch. Wo ist denn das Milchwerk? Das ist doch hinten oben. Hinten oben? Hinten oben? Moment. Druck. Bei Feld 1 irgendwo da oben, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, ich glaube. Oder, nee, das war in der falschen Reihe. Der Brücke hier oben, ne? Da links, ja, genau, da. Weil wir haben keinen Preis für das. Wir haben es. Ach, hier ist der Milchmarkt. Habt ihr gefunden? Was denn? Ja, bei der Fleischerei. Bei der Fleischerei? Wo ist denn die Fleischerei? Ach, da unten links. Westen. Ja. Oh,
Oder die Milch einfach nur über den Trigger hier und dann hast du auch verkauft. Ja, ja, weil da gute keine Frage. Preise sind für Haarmilch. Ja. Ja, das müssen wir dann mal schauen, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Aber das wird schon gehen irgendwie. So. Läuft die YouTube-Aufnahme immer noch? Ja, logisch. Okay. Ich wollte nur wissen, ob ich irgendwelche schmutzigen Witze erzählen darf. Es kommt drauf an, wie schmutzig. Um die Uhrzeit, ja. Ja, um die Uhrzeit, das wird wahrscheinlich, ja, ich weiß noch gar nicht, wann ich das hochlade, aber wahrscheinlich nicht um die Zeit, wo wir jetzt aufnehmen. Um was geht's in dem Witz? Okay, ich weiß nicht. Okay, lass es vielleicht auch lieber. Top Secret. Okay. Tütülü. Was zählt? Was? Die sind voll die Serpentinen. Ui, und ich hatte gerade einen sauberen Leck. Und hat er geschmeckt? Ja. Bisschen trocken, aber sonst geht's. Dann bezahle ich mal eben unsere Schulden zurück. Jo. Und während er die Schulden zurückzahlt und das Feld noch bestelle, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Multiplayer auf der Gamsting Map. Also dann würde ich mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Kommi, ein Like, wie auch immer, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns natürlich drüber freuen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.